Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Spielraum Top 5. Mein Name ist Christoph Postel, bei mir sitzen Matthias Hauser und Patrick Potele, wie Servus. Für diese Videoreihe angedacht. Servus. Und heute sprechen wir über die Top 5 Gespenster. Ich bin dafür, dass wir ein Top 5 Christopher Postel Intro Video machen. Die Top 5 Ansagen von ihm. Da müssten wir ein paar von den Outtakes nehmen, die waren besser als die, die online gehen. Ja, zurück zur Thematik, meine Freunde. Top 5 Gespenster. Ja. Honorable Mentions. Was hast du denn da für Geister? Selfless Spirit. Ist ein Geist. Super sicke Karte. Ja. Hat es halt auch in alle Formate geschafft, ne? Ja, ja. Erinnert mich sehr auch an. Haben die wir den jetzt? Spoil ich den jetzt? Nein, Remorseful. Also, das ist unser nächster, ja. Ja. Sag den auch gleich. Remorseful Cleric. Remorseful Cleric. Also, selbe Idee dahinter, genau. Ja. Dass man die Gespenster opfern kann und dafür haben sie super sicke Fähigkeiten. Genau, ja. Wenn du sie nicht brauchst, pusht den Gegner einfach mit einem 2-1 Evasion. 2-1er Flyer super. Für 2 Mana. Mhm. Das finde ich ist einfach ein. Die sind einfach für mich perfekt gebalanced. 2 Mana, 2-1 Fliegen ist reasonable und einfach Abilities, aber damit du die Abilities bekommst, musst du sie opfern. Ja. Große Decke Karte. Vor allem 1er hinter finde ich halt immer das, was, wo man. Wo mit ich sage, es ist halt einfach interagieren. Genau, und wo es halt okay ist, dass sie fliegend sind für 2-1 und so. Ja. Das finde ich halt super. Aber in Multiplen mit Drogskull Captains und so. Ja, gut, Fantas. Dass du das abusen kannst, ist wieder was anderes. Aber grundsätzlich an und für sich fair. Eigentlich fair, ja. Nächste Karte, die haben wir auch oben stehen, weil die eigentlich eine coole Mechanik hat. Das war die einzige Karte, die sich von dieser Bolster-Mechanik irgendwie so durchgesetzt hat. Anafenza Kintree Spirit. Mhm. Ist nämlich ein super cooler Spirit eigentlich, aber fliegt nicht. Und das ist das große Problem. Wenn der fliegen würde. Ja. Wäre der schon richtig gut. Der ist auch so richtig gut, weil du halt Eis halt quasi als Combo-Enabler gut, aber wenn du mal random nicht die Combo hast und Kreaturen legst und deine Viecher fett machst, hast du den Gegner auch. Ja, das genau. Richtig. Das mal irgendwo dazwischen ein bisschen wachsen lassen, dort ein bisschen wachsen lassen, da reicht halt oft. Und die Gefahr, dass du irgendwann einfach kombost. Ist immer gegeben. Ja. Dann gibt es eine Karte, die, also ich glaube, es gibt zwei so Karten haben nice, wir, jetzt, ne? Wir haben noch drei Karten. Drei, aber eine, okay. Die wirklich ein relevanter Spirit ist. Kira Grid Glass Spinner. Ja. Ja. Ich bin ein großer Fan davon. Ja, das finde ich richtig großartig. Ja. So multiple Pump-Effekte haben die Spirits ja genügend. Und wenn du einfach keinen Spirit mehr targeten kannst, dann das erste Mal wird gecountert. Musst, ja. Ja. Ja, die Kira hat sich auch nicht wirklich aus den Mehrflugdecks verdrängen lassen, obwohl es andere gute Mehrflug gegeben hat oder gibt jetzt. Die ist trotzdem hat sie irgendwie. Der einzige Spirit im Mehrflugdeck. Genau, weil sie einfach was macht, das die anderen nicht machen. Ja. Und dann haben wir noch zwei Honorable Mentions oder zwei oder mehr, weil Bloodgust haben wir schon mal besprochen. Genau. Ist aber auch ein Spirit. Ja. Ist er nur bei uns auf der Honorable Mention Liste, weil man schon bei einer anderen Liste gehabt hat. Und Nummer 1. Die Kamigawa Drachen und da haben wir uns jetzt Kokushu genommen als Vertreter für die Kamigawa-Drachen. Ja. Genau, die waren aber auch bei den Drachen schon. Genau, das finde ich, das ist halt, Bloodgust ist halt ein Zombie und Kokushu ist halt ein Drache und dass das halt auch ein Spirit ist, ja, aber das finde ich, da gibt es definitiv Spirits und das ist halt eigentlich ein Drache, der halt auch ein Geist ist. Genau. Gut jo. Erklärt. Ja. Na gut, beginnen wir mit unserem fünften Platz, da gibt es eigentlich zwei. Einmal das Originale. Ich sage den Namen auf Deutsch jetzt und die Leute dürfen kurz erraten, wer das ist. Geist einer elfischen Mentorin. Das ist eine behinderte Übersetzung. Und wenn wir jetzt dazu nehmen, wäre es das deutsche Äquivalent. Das neue Äquivalent. Affengeistheiler. Dass sie da nicht genommen haben, was? Affe. Geist einer affischen Mentorin. Einer affischen, wahrscheinlich war ihm das zu affig. Ja, das auf jeden Fall, es sind Simian Spirit Guide und Elfisch Spirit Guide. Ja. Beschwörung eines Geistes, 2/2/2 und ein grünes Mana oder 2 und ein rotes Mana beim Affen. Wenn der Affe oder der Elf auf deiner Hand ist, kannst du ihn ganz aus dem Spiel entfernen, um deinen Mana-Vorrat um ein grünes Mana oder eben ein rotes Mana beim Affen zu erhöhen. Spiele diese Fähigkeit wie einen Unterbrechungszauber. Jo. Mhm. Das ist eigentlich eine richtig unfaire Karte, wenn man so nimmt. Das ist eine unfaire Karte. Out of nowhere ein Mana machen. Das ist eine der Karten, die, also jetzt die rote Version, die noch immer in Modern immer wieder in Gespräch ist, die sollte man vielleicht bannen, weil sie zu unfair ist. Und sie wird halt zu wenig gespielt. Aber sie wird nur, also beide Karten werden halt Karten nur in unfairen Decks. Decks ja, sind nur unfaire Decks. Es gibt kein faires Deck, was diese Karten spielt. Punkt. Warum auch? Dafür ist es zu schlecht. Ja, faire Karten wollen nicht. Also faire Decks wollen nicht
minus eine Handkarte für einen einmaligen Mana-Boost. Ja, und du in deinem Prison Deck spielst auch den Affen, oder? Ja, aber es ist ja auch kein faires, ist ja kein faires Deck. Ich spiele den Affen, weil ich was machen will, um den Gegner so weit zu behindern, dass mich das dann nicht mehr schadet. Und vor allem so schnell halt, ne? Genau. Ja. Ich glaube, da braucht man nicht mehr viel dazu sagen. Nope. Wer dagegen spielt, schon wieder schon. Dankeschön. Nummer 4 mag ich sehr gerne die Karte. Karmischer Begleiter oder Karmic Guide. Ist ein Engelgeist 2-2, doppelweiß, 3 farblos, Fliegenschutz vor Schwarz, das ist nämlich gar nicht so irrelevant. Vergisst man aber oft. Und hat Echo, das vergisst man auch oft. Echo ist eben Opfere zu Beginn deines Versorgungssegmentes, diese bleibende Karte. Falls sie seit deinem letzten Versorgungssegment unter deiner Kontrolle gekommen ist, falls du nicht ihre Echo-Kosten bezahlst, und die Echo-Kosten sind halt meistens die Mana-Kosten, genau. Aber muss halt nicht immer sein. Und wenn der karmische Begleiter ins Spiel kommt, bringe eine Kreaturenkarte deiner Wahl aus deinem Friedhof ins Spiel zurück. Ziemlich absurd. Ich muss gestehen, ich habe diese Karte leider nie, also ich habe sie nie in irgendwelchen kompetitiven Formaten gespielt, sondern halt immer nur irgendwelche Stapel- oder Küchentischgeschichten. Aber die ist halt jedes Mal so leiwand und du kannst so grausige Sachen machen. Und wenn du sie hast, gerade wenn so ein Multiplayer-Format, hast du so groß das Target am Kopf stehen. Es ist echt cool. Also ich muss sagen, ich habe es im Gegensatz zu Patrick nur in kompetitiven Formaten gespielt und nur in degenerierten Combo-Decks und immer mit Body Double, Revel Arc und dann, ja, Sec Outlet und Value-Kreatur, wenn es ins Spiel kommt oder das Spiel verlässt. Murderous Redcap, ja, solche Geschichten. Immer absurd. Ich mag die super gern. Ich glaube auch, dass die eigentlich, falls es diese Echo-Ability wieder mal zurückschafft, ist das eigentlich eine faire Karte, die man in Standard drucken könnte. Es werden halt sehr viele Spiele auf Grand Prix durch ich bezahle die Echo-Kosten nicht entschieden werden, aber das ist halt, so ist ja, das Leben. Die Frage ist, ob sie Echo wiederbringen, weil das wahrscheinlich eher eine Ability ist, die sie heute nicht mehr designen. Weil es ähnlich wie die Painländer ist, du einen negativen Effekt hast, wenn du was von der Karte willst. Also du spielst die Karte und musst dann nochmal ihre Mana-Kosten bezahlen. Das ist was Negatives. Und sie wollen eher Karten haben, die, wenn du es im Spiel hast, positiven Reward haben. Also sie designen Abilities nicht mehr in dieser Art und Weise, wie Echo halt ist. Okay. Ich habe schon positiven genauso Reward, wie Cumulative Upkeep oder so. Das sind also Fähigkeiten, die sie nicht mehr designen. Weil sie meinen, das wollen sie nicht, dass es irgendwie, weil das negativ ist, dass es permanent am Feld ist, und das wollen sie halt nicht. Weil das gerade für neue Spieler so ist, nee, wieso soll ich die Karte haben? Ja, aber wenn ich genauso wie die Painländer. Ja, weil der Reward halt so hoch ist. Ja. Also bei Cumulative Upkeep. Ich sehe es auch. Ja, das ja. war nur Reasoning. Ja, ich verstehe schon. Ich habe es nur nicht gewusst. Aber es, ja. nicht mehr haben. Okay. Gut, kommen wir zu Nummer 3. Da kommen vielen Leuten das kalte Kotzen. Mir vor allem. Das ist eigentlich gerade Eidolon des großen Festes. Seine Verzauberungskreatur. Großer Fest für den Gegner. ist ein 2-2er Geist, kostet doppelrot. Immer wenn ein Spieler einen Zauberspruch mit umgewandelten Mana-Kosten von 3 oder weniger wirkt, fügt das Eidolon des großen Festes diesem Spieler 2 Schadenspunkte zu. Wenn 2 von diesen Arschloch-Eidolons am Feld liegen, caste ich gar nichts mehr. Ja, bist einfach tot, wirst von 2-2 und war schon großartig. Fertig, es ist... Pyrostatic Pillar, der angreifen kann, ist einfach eine dumme Karte. Geil. Ja. Offensichtlich geil. Also, es ist also ein Jammer, dass diese Karte und Goblin Guide existiert, weil deswegen muss man jetzt im monoroten Burn Deck auf einmal Kreaturen spielen. Na, furchtbar. Aber es sind wirklich furchtbar. Gute Karten. Ich spiele die Einmana, die 6 Damage macht und Pyrostatic Pillar, der angreifen kann, tut mir urleid. Ja, wirklich. Ich will gerne ohne Kreaturen spielen, ich mag Kreaturen nicht, furchtbar. Aber grundsätzlich ist es cool. Die Karte, finde ich, hat also die Burn Decks halt auch, wie du gesagt hast, grundlegend verändert noch einmal. Eben. Weil dieses, ich habe 4 Goblin-Sautrotteln, die ich halt irgendwie sacken kann und die noch an Damage schießen kann, zu ich spiele 4x das, 4 Swift Spear, 4 Goblin Guide und ein Lavamanzer, wie die Listen derzeit ausschauen, das ist gesetzt. Ja, natürlich, du bist die ganzen, also Burn, durch diese, weil halt die Kreaturen so insane sind, ist halt Burn alles zu RDW geworden. Ja. Ich glaube, braucht man nicht dazu sagen, wie haben wir alles dagegen gespielt. Mhm. Macht viel gar zu keinen oft. Spaß. Viel zu oft. Kommen wir zu was Netten. Unserer zweiten Karte, ich bin ein großer Freund davon. Ich auch. Die finde ich viel leibender. Besonders, weil sie halt gut ist gegen die vorige. Nummer 2, Franz. Der Franzi. Zauberhämmer. Der Ambush, dann einfach den blöden 2-2er. Zauberhämmer. Du hast noch immer 3 Schaden. 2 Schaden. Wurscht. Hines. 2-3er Geist.
ein blaues, ein weißes, ein farbloses. Der fliegt, weil gescheiter Geist fliegt und hat Flash. Wenn der Zauberhammer ins Spiel kommt, schicke einen Zauberspruch deiner Wahl mit umgewandelten Mana-Kosten von 4 oder weniger ins Exil. Wenn der Zauberhammer das Spiel verlässt, kann der Besitzer der ins Exil geschickten Karte diese Karte wirken, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Was wichtig ist, erst einmal so gewordet, dass die Karte nicht, also du kannst die nicht flickern und die Karte ist im Exil oder bleibt im Exil. Das funktioniert nicht, absichtlich so gewordet worden. Ansonsten auch in allen Formaten durchgesetzt. Ja, auch in Vintage nämlich. In Standard damals schon sehr gut gewesen. In Standard super stark damals. Richtig stark. Ja. Vor allem, ich meine, ist zwar ein Geist, aber ist genauso wie die Karte davor. Also die ganzen Geister, die wir jetzt vorstellen, die Honorable Mention Geister profitieren davon, dass man Geisterdecks spielt, finde ich. Aber diese Geister sind, ich meine, alle sind auch von allein gut, aber der ist halt, da brauchst du keinen Geist, genauso wie beim vorigen. Der ist einfach immer leibend. Der ist immer leibend, ja. Ich meine, er ist im Geisterdeck natürlich noch besser, weil er halt fett wird und relevanter zum Angreifen ist. Und Hexproof hat. Ja. Aber, also gerade in Vintage, weißt du, Counters hat alles und da gibt es nicht so viel Kreaturen-Remove, was gespielt wird, das ist halt einfach weg. Vielleicht schon. Drei Swords to Plowshares. Ja. Oder zwei Main, zwei im Board. Oder irgendwie so und ein Vindicate. Also, in Legacy gar nicht so viel. In Legacy gar nicht so viel. Die Sache ist halt, du musst natürlich nicht als Counter-Spell spielen, du kannst ihn dann einfach auch als Ambush spielen. Ja. Ja. Hupst dem rein, blockst deine Kreatur tot und greifst an. Optimal. Ja. Meine Rede. Super Karte. Kommen wir zu unserer Nummer 1. Ich freue mich sehr. War schon auf unserer Kleriker-Liste oben. War Nummer 2 bei den Klerikern, glaube ich, oder? Wirklich? Ja. Und dann habe ich dir erlaubt, dass der wieder Platz 1 wird. Naja. Da wäre ich dagegen. Weil du mir das erlauben kannst. Hallo, Veto-Recht. Ja, ich hätte 2 gegen 1. Gestimmt, ne? Ja, das wäre das Problem. Du hast auch dafür gestimmt. Also was war es denn überhaupt? Geister. Ah, der war bei den Klerikern auch so oben. Verdammt. Ja, bei den Klerikern ist nicht so schwierig. Bei den Klerikern ist nicht so schwierig, so weit oben sein, oder? Ja, eh nicht. Ich meine, auch bei Geistern war die Competition auch nicht so schlecht, aber er hat es trotzdem geschafft auf Platz 1. Ja. Legendäre Kreatur, ein Geistkleriker, wie wir schon besprochen haben, 2-2. ein farbloses, ein weißes, ein blaues, jetzt kommt fluchsicher, also Hexproof. Immer wenn der Geist von St. Draft angreift, bringe einen 4-4 weißen Engel-Kreaturenspielstein mit Flugfähigkeit getappt und angreife in das Spiel, schicke den Spielstein am Ende des Kampfes ins Exil. Gute Karte. Ja. Bosch den Gegner schnell in Schild. Standard. Ich bin mein ersten FNM-Deck. Immer wieder das Aufgreifen von letzten Mal. Du und deine FNM-Decks. Nein, das war aber in Standard gespielt, in Modern gespielt, in Legacy gespielt, bis zum Printing von True Name Nemesis. Wird noch immer teilweise in Sideboards gespielt. Ja, weil halt eine schnellere Clock ist als True Name Nemesis. Also gerade gegen Combo-Decks ist es einfach die bessere Clock. Ja. Ja. Und es ist auch jetzt gegen in Modern gegen die Control-Decks. Wie viele Leute aus dem Sideboard Geist of St. Draft spielen mittlerweile? 2 bis 3 Mal, weil Teferin halt auch nicht ins Deck reinmischen, weil Hexproof halt so relevant ist. Plus zu schlitzen halt genau um, ne? Also geht auf 5. Jace kann er nicht bouncen, Teferin kann nicht wegmischen. Ja. Geht der Gideon auf 6 auch, oder? Das heißt, selbst wenn du Gideon legst und plusst. Welcher Gideon? Der 5-Mana Gideon. Der geht auf 6. Geht auf 7. Geht auf 6. Ja, der kommt mit. Ja, er ist plus 2. Die Frage ist, ob er auf 6 oder auf 7 geht. Ich glaube, er ist mit 4 auf 6, oder? Oder ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall, er schnitzt halt 90% der Planeswalker alleine. Ja. Und du kriegst ihn ja auch nicht weg. Du kriegst ihn ja auch, sogar wenn er Gideon beim ersten Mal nicht umschlitzt, der Gideon kann ja trotzdem nichts machen, außer zu sagen, greif mich nochmal an, jetzt bin ich dann halt wirklich tot. Ja. die Problematik ist halt, je mehr Creature-Decks in Modern gut sind, desto schlechter wird er. Ja, deswegen ist es halt in Modern auch in Sideboards und auch in Legacy teilweise nur in Sideboards, weil er halt im Creature-Deck halt genau, ist er, wenn er nicht keinen Support hat, stirbt er halt an fast allem. Dafür kommt er in den Spirit-Decks halt jetzt wieder groß auf, weil wenn du curven kannst, Supreme Phantom, also Mausoleum Wanderer, Supreme Phantom, Geist und vielleicht noch ein Draft-Captain hinterher. Ja, dann oder ist er selber auf einmal 4-4. Ne? Ein Image rein und du hast dann 5-5er, der noch einen 4-4er mitnimmt und grüß Gott. Ja. Sehr was die warten. Ich erinnere mich auch an die Delver-Decks damals mit 4 Delver, 4 Geist, 4 Restoration Angel. Mhm. Wo du den Geist halt einfach nur für den Value, für den 4-4er Angel angegriffen hast und wenn er blockt hat, dass ein Restoration Angel eigentlich einfach damit das flickert. Weil einfach die Glock so relevant war und noch immer ist. Abschließende Worte dazu?
Ein drittes Mal kommt der Geist auf einmal keine Listen. Schau mal, vielleicht kriegt er noch einen Rater. Die fünf Top-Hexproof-Kreaturen. Ja, stimmt, da gehört er noch dazu. Blau-weiße Finisher oder so. Wir finden noch irgendwas. Nein. Dreier-Drops. Der kann doch auf vielen Listen. Der ist gut genug, der schafft es noch auf ein paar. Token-Producer. Jedes Mal. Es wird einfach so sein. Camille Colosso schafft es auch auf jeder Liste. Also von daher. Der schafft immer noch das Honorable Mansion. Der hat es noch nie auf eine Top 5 Liste wirklich geschafft. Pro Black-Kreaturen. You will see it. Pro Black-Kreaturen, komm. Da gibt es sicher besser. Kamikat, Mirren Crusader. Ja. Mirren Crusader ist unfair, der Schutz auf Camille Colossus. Eben. Das ist bitter. Auch noch. Na gut, mit diesen dummen Worten lassen wir euch in den heutigen Tag oder in den heutigen Abend. Meine Herren, danke fürs Plaudern, euch danke fürs Zuschauen. Ihr kommt wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Auf Facebook, YouTube und Twitter das Glockensymbol anklicken. Bing! Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video oder vielleicht direkt bei uns im Spielraum in Wien im Shop. Guten Abend, gute Nacht, guten Morgen. Auf Wiedersehen. Ciao, aber. Ciao, servus. Guten Abend, guten Morgen. Ich weiß nicht, wann sich die Leute das anschauen. Ja, vollkommen. Deine schaut um 3 Mahlzeit. Deine Mahlzeit, euch vergessen. Deine schaut um 3 in der Früh da.